Vielen Dank, Frau Schaller. Meine Damen und Herren, ich muss Sie in einem Punkt doch korrigieren. Oh, es geht nicht um das Buch. Es geht sozusagen um den Inhalt. Und den können Sie auch übrigens kostenlos erwerben. Das verraten wir immer hinterher. Was natürlich spannend ist, ist natürlich die Frage, und das hat die Branche ja schon seit langem beschäftigt, ist, was unterscheidet eigentlich exzellente Kommunikation von durchschnittlicher Professionalität? Also stellen wir uns vor, Sie alle sind Profis. Es geht ja nicht darum, die Schlechten von den Guten zu unterscheiden, sondern bei den Guten zu gucken, wer ist wirklich sehr gut, wer ist exzellent und wer ist nur ein durchschnittlicher Profi. Und der Erste, der sich damit beschäftigt hat, war Grunig. Und was hat er gemacht? Er hat damals nichts anderes gemacht, als sich die Managementliteratur anzugucken und mal zu sehen, okay, wo gibt es einen Bezug eigentlich zur PR, hat das zusammengetragen und hat das alles dann auf die PR übertragen und hat im Grunde genommen eine wichtige Erkenntnis mitgenommen: exzellente PR oder exzellente Kommunikation korreliert immer mit exzellentem Management in Unternehmen. Das war ganz, ganz erstaunlich. Er hat dann was anderes gemacht. Er hat dann 10 Jahre später das Ganze nochmal empirisch untersucht. Er hat Geschäftsführer befragt, Leiter Corporate Communications und so weiter. Und was kam heraus? Er hat eigentlich bestätigt gefunden, ja, unsere ursprünglichen Ergebnisse, die wir hatten, die haben sich jetzt bewahrheitet. Das Problem ist, so ehrenvoll das war, dass bei diesem Ansatz eigentlich normative Vorgaben getestet worden ist. Also Herr Grunig und sein Team haben mehr oder minder dann festgelegt, das ist exzellent und jetzt prüfen wir, finden wir das wieder und sehen das die anderen auch so. Wir fanden den Exzellenzgedanken sehr, sehr gut, aber wir wollten methodisch was ganz anderes machen. Wir wollten nämlich gucken, induktiv. Wir wollten gucken, was ist eigentlich, was unterscheidet wirklich in Know-how, im Wissen, im Verhalten die Unternehmen, die exzellent kommunizieren, von denen, die eigentlich nur durchschnittliche Professionalität aufzeigen. Und wie haben wir sozusagen versucht, beide Gruppen zu diskriminieren? Wir haben uns hier am Qualitätsmanagement orientiert. Da gibt es sozusagen eine ganze Reihe Studien dazu, die mit ähnlichem methodischen Grundansatz arbeiten. Wir haben nämlich den Kommunikationsleuten, den Kommunikationsmanagern 45 Fragen gestellt und in diesen Fragen waren 2 Fragen versteckt. Die eine Frage hieß, okay, wie schätzt du dich selber ein, deine eigene Qualität? In Deutschland ist man relativ ehrlich bei solchen Fragen, gerade wenn man also nichts Leistungsmäßiges da oder kein Gehalt davon abhängig ist. Und die zweite Frage war, wie siehst du dich eigentlich im Vergleich zu deinen Wettbewerbern? Und diejenigen, die beide Fragen mit 1 Schulnoten oder 2 beantwortet haben, haben wir dann mit denen verglichen, die gesagt haben, wir sind durchschnittlich, also 3 und 4 und alle anderen haben wir weggelassen und gesagt, das ist dann unklar. Und wenn wir jetzt gucken, was unterscheidet die beiden, dann sehen wir, wo Exzellenz wirklich drinsteckt, also induktiv. Dann sehen wir, okay, hier tun sich Unterschiede auf und wir haben nicht nur einfach nach Zahlenunterschieden gefragt, sondern wir haben das dann auch statistisch natürlich geprüft, ist das signifikant, dieser Unterschied? Und wir haben was Zweites gemacht und deswegen bin ich ganz besonders dankbar, dass Sie da sind, Ulrich Ott und Herr Erd, nämlich wir haben das von 14 Leuten aus Wissenschaft und Praxis nochmal kommentieren lassen. So, jetzt stellen wir Ihnen das Wichtigste vor, was macht das eigentlich? Wir haben daraus etwas entwickelt wie ein magisches Viereck exzellenter Unternehmenskommunikation. Die Volkswirte unter Ihnen kennen natürlich das magische Viereck in einem anderen Zusammenhang. Ich komme nochmal darauf zurück. Das Erste, was sich zeigt, ist, exzellente Unternehmen haben oder leiten deutlich häufiger, Sie sehen immer die Relationen dort, KE steht für Kommunikationselite und DP steht für durchschnittliche Profis, leiten deutlich häufiger ihre Kommunikationsziele aus der Unternehmensstrategie ab. Also klassische Unternehmensstrategie, profitables Wachstum. Die Frage ist, was kann Kommunikation dafür wirklich leisten? Nicht nur, was glaubt die Kommunikation, sondern entscheidend ist natürlich, kann ich das im Unternehmen auch selber vermitteln? Und es gibt eben auch einen großen Teil und manchmal internationale Unternehmen, die sagen, da sagen die Kommunikationschefs ganz persönlich zu uns, wir wissen gar nicht, was die Unternehmensstrategie ist. Finde ich dramatisch. Das Zweite ist, was damit zusammenhängt, ist, die Kommunikationselite versteht sich deutlich häufiger als Businesspartner, übernimmt Verantwortung, ist also bei wichtigen Entscheidungsprozessen mit dabei, prüft im Sinne einer Informationsfolgenabschätzung, was bedeutet das eigentlich für die Kommunikation, wenn wir bestimmte Dinge tun oder bestimmte Dinge nicht tun.
Ein dritter wesentlicher Punkt ist, auf den werden wir vielleicht noch mal zurückkommen, ist, den wir diskutieren müssen, ist die Bedeutung von Reputation und Image im Zielsystem von Unternehmen. Natürlich ist Gewinn, Umsatz, langfristiger Gewinn ein wichtiges Ziel. Und natürlich können Unternehmen nicht überleben, wenn sie nachhaltig keinen Gewinn machen. Aber der Gewinn fällt ja nicht vom Himmel, sondern der Gewinn hat immer etwas damit zu tun, wie mich meine Stakeholder wahrnehmen, wie ich selber erscheine. Und wir sehen hier ganz, ganz deutlich, gerade bei der Kommunikationselite ist schon im Zielsystem von Unternehmen Reputation und Image im Zweifelsfall wichtiger als der kurzfristige Gewinn. Meine Damen und Herren, und das habe ich nie verstanden, warum das nicht in der PR viel stärker berücksichtigt worden ist, weil es kann gar nicht anders sein. Sie alle kennen Michael Porter. Michael Porter hat gesagt, es gibt drei Grundstrategien, um erfolgreich zu sein. Ich kann ein Kostenführer sein, das kann in einer Branche höchstens einer oder zwei, wenn es eine große Branche ist. Ich kann eine Nischenstrategie machen, das können ganz wenige, damit kann man nicht wirklich erfolgreich sein. Oder aber ich muss mich differenzieren. Und differenzieren, egal ob ich das im Service oder in der Innovation tue, hat immer was damit zu tun, wie das wahrgenommen wird. Nicht Differenzierung an sich, sondern wird diese Differenzierung akzeptiert. Und deswegen kann es gar nicht sein, als ich über Image, Reputation sozusagen eine erfolgreiche Wachstums- und Erfolgsstrategie zu entwickeln. Und das ist der Ansatzpunkt für alle Kommunikation in der Differenzierung zu anderen, diese Differenzierung so attraktiv zu machen, dass andere davon überzeugt sind. Es gibt eine große Untersuchung übrigens von den Leuten, die haben 22.000 Unternehmen mal untersucht, was sind eigentlich die Erfolgstreiber gewesen in den letzten 100 Jahren. Und 90% dieser Unternehmen, die erfolgreich waren, das sind natürlich die, die sich differenziert haben. Und sie haben sich immer differenziert über Service, über Innovation und über Image. Das heißt, das ist ein wirklicher produktiver Faktor, den wir managen müssen und der sozusagen in unserem Beritt liegt. Viertens, ganz wichtig natürlich auch, dass die Kommunikationselite sehr viel breiter ihr Stakeholder-Bild entwickelt hat. Also, das heißt im Klartext, Blogger und neue Zielgruppen hier auch mit einbezieht und ein ganzheitliches Verständnis hat. Und der letzte Punkt, der hier eine Rolle spielt, ist Kooperation wird auch wirklich gelebt. Also wenn man mal sich anguckt, wie wird die Beziehung eingeschätzt zu Marketing, wie wird die Beziehung zu HR oder zur internen Kommunikation eingeschätzt oder zu Investor Relations hier, dann sieht man, dass deutlich besser kooperiert wird. Das ist auch ein Punkt, über den ich gerne nochmal sprechen würde, ist das Missverständnis von Wettbewerb. Wirklich, Wettbewerb wird immer so gesehen, das sei was Tolles. Das ist für die Verbraucher eine Zeit lang ganz gut. Und es muss immer die Chance auf Wettbewerb geben. Aber richtig erfolgreich sind Unternehmen dann, wenn sie quasi Monopole aufbauen. Die Rockefellers oder die Googles heute oder die Amazons haben alle quasi Monopole. Und im Unternehmen haben wir es doch auch nicht so, dass wir da einen echten offenen Wettbewerb haben, denn die Mitarbeiter da kommen und sagen, und man sich anbietet und sagt, wer will heute den Vorstand spielen und wer will heute den Pförtner machen. Sondern das ist sehr stark strukturiert, weil es natürlich viel, viel besser ist, wenn wir berechenbare Strukturen haben. Also, aber diese berechenbaren Strukturen dürfen nicht auf Wettbewerb, sondern müssen auf Kooperation aufgebaut sein. Ich komme auch damit schon zum Schluss. Das ist sozusagen das magische Viereck, um das es hier auf der strategischen Ebene geht. Was wir gesehen haben, ist natürlich auch, dass es nicht um die Maximierung einzelner Leistungen geht, sondern dass es eine Grundhaltung dahinter steht, die sich so beschreiben lässt. Und Sie werden jetzt natürlich fragen, warum haben die das magisches Viereck genannt? Bei den Volkswirten wissen wir natürlich, dass das deswegen der Fall ist, weil die Ziele nicht immer zusammenpassen, sondern weil ich die ausbalancieren muss. Hier haben wir das magisches Viereck genannt, weil wenn wir auf der strategischen Ebene exzellent sind, dann sind wir magischerweise auch auf der operativen Ebene exzellent. Und dass das wirklich der Fall ist, wird Ihnen jetzt Herr Fortmann beweisen. Ja, von mir schönen guten Tag. Wollen wir uns mal anschauen, das Erste, was wir in der Diskussion mit dieser Studie hatten, war, dass uns die Aussage entgegengeschlagen ist, naja, ist ja klar, die mehr Budget haben, die eine bessere Ausstattung haben, die werden auch erfolgreicher gewesen sein. Bei mir scheitert das immer eher daran, dass ich immer zu wenig Budget habe. Wir können uns das angucken. Die Kommunikationselite hat im Schnitt 7,6 Beschäftigte in der Abteilung, die PR-Basisexperten 7,9. Also da haben wir schon mal keinen Unterschied.
Wenn Sie angucken, gibt es eine unterschiedliche Einschätzung. Was sind die Erfolgsfaktoren? Da sehen Sie die dunkelblaue Linie links, das sind die, ist die Kommunikationselite, die hellblaue Linie, das sind die PR-Basisexperten. Die Linien liegen extrem nah beieinander, also auch in der Einschätzung, was sind die Erfolgsfaktoren, haben wir auch keinen Unterschied. Und wenn wir uns dann angucken, wofür wird das Geld ausgegeben, das will ich gar nicht näher erläutern, die Folie, können Sie die drei Balken untereinander ansehen, das Geld wird auch gleich verteilt. Daran kann es auch nicht liegen. Es muss an was anderem liegen. Und wenn man sich das anguckt, die Kommunikationselite gibt sich im Kommunikationserfolg eine 1,9 auf Schulnotenbasis. Die PR-Basisexperten von 3,2. Das ist schon ein wahnsinniger Unterschied. In der Qualität der Unternehmenskommunikation ist die Kommunikationselite auch mit der 1,9 dabei. Die Basisexperten geben sich eine 3,3. Also doch, ich sage mal, ein eklatanter Unterschied, der sich dort zeigt. Und das können wir auch hingucken, wenn wir so die Einzeldisziplinen der Kommunikation angucken. Auch hier wieder dunkelblau die Kommunikationselite, hellblau die Basisexperten. Sehen Sie wieder auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6, dass immer die dunkelblauen zu den besseren Noten tendieren. In der ganzen Reihe von Punkten ist die Elite deutlich besser als die Basisexperten. Frappierend ist aber, dass wir zum Teil, ich sag mal, bis zu einer Schulnote, selbst in den Einzeldisziplinen, Unterschied haben. Und das führt uns auch zu einem Punkt. Die Exzellenz entsteht nicht durch den intergalaktischen Rahmen, die große Sicht, sondern durch Exzellenz im Detail. Und dann, wie werden die Defizite beurteilt? Wir haben gesehen, der Budgetrahmen ist bei beiden Gruppen gleich. Und in der Tat, auch die Kommunikationselite hat, ich sag mal, etwas schlechter als eine 3 gegeben im Hinblick auf Budgetausstattung. Die Basisexperten sind aber schon hinter einer 4 in der Beurteilung. Das heißt, auch bei vergleichbarer Ausstattung ist die Elite immer noch zufriedener. Aber ich sage mal, auch die vielen anderen Punkte, die wir dort aufgeschrieben haben, sagt die Elite, dass sie dort, ich sage mal, deutlich zufriedener ist, weil man mit dem, was man hat, deutlich mehr macht. So, jetzt müssen wir uns eben angucken, was macht denn jetzt die Kommunikationselite wirklich anders? Das sind also ein paar Schlaglichter aus der Studie. Die Studie selbst hat, ich sage mal, weit über 100 PowerPoint-Seiten. Die wollten wir Ihnen heute an einem Freitagmorgen nicht antun, deswegen ein paar Schlaglichter. Und da sehen Sie auf der einen Seite zur Aussage, wir kümmern uns um alle Stakeholder ziemlich gleichmäßig. Die Kommunikationselite befürwortet das zu 40%. Die PR-Basisexperten zu 26%. Dahinter steckt ein relativ einfaches System. Die PR-Basisexperten versuchen zu fokussieren und vernachlässigen dabei Zielgruppen. Das kann durchaus erstmal auf den ersten Blick ein kluger Gedanke sein, da aber heute im Grunde genommen alle unsere Zielgruppen kommunizieren können und Kommunikationswirkung erzielen können, kann es durchaus gefährlich sein, einzelne Zielgruppen zu vernachlässigen. Die Elite versucht, alle Zielgruppen zu bedienen. Die nächste Aussage, wo wir mal eine ganz interessante Aussage gefunden haben, Kommunikation ist kein Selbstzweck, kostet Geld und kann darüber hinaus noch riskant sein. Wir kommunizieren deshalb nicht mehr als unbedingt nötig. Diese Selbstbeschränkung teilt nur 4% der Elite, aber 13% der PR-Basisexperten. Und das können wir uns mal angucken, wie wird eigentlich die Relevanz einzelner Zielgruppen bewertet. Ja, da sehen Sie tendenziell dunkelblau die Elite wieder mit einer höheren Einschätzung von Relevanz quer über alle Zielgruppen hinweg. Wir sehen aber, ganz interessant, die Kommunikationselite schätzt die Relevanz von Journalisten deutlich höher ein. Die Relevanz von Mitarbeitern wird deutlich höher eingeschätzt. Und als erstes Frühsignal, noch auf einem relativ niedrigen Relevanzniveau, aber die Kommunikationselite beschäftigt sich bereits intensiver mit der Blogosphäre.
Und wir sehen auch in anderen Teilen der Studie, dass unsere Kommunikationselite in der Lernkurve in Social Media bereits einige Jahre Vorsprung hat gegenüber den PR-Basisexperten. Also dort auch schon, ich sage mal, eine ganze Menge dazugelernt hat. Dann spielt die Kommunikationselite ein deutlich breiteres Themenportfolio. Also auch wieder hier die Differenzierung gegenüber den Basisexperten, nicht die Fokussierung, sondern die Breite. Quer durch alle Themen hinweg werden die Themen intensiver bespielt. An einer Stelle haben wir diese Fokussierung nicht, und das ist ganz spannend, nämlich in der Anzahl der Journalistenkontakte, die intensiv gepflegt werden. Die Kommunikationselite sagt, sie pflegt im Schnitt 60 Journalistenkontakte intensiv, die PR-Basisexperten 82. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es wird deutlich breiter agiert, aber im einzelnen Tun stärker auf Exzellenz bedacht. Und hier sehen Sie sehr deutlich an der Zahl der Journalistenkontakte, lieber weniger Kontakte, die aber dafür exzellent gepflegt. Sie sehen auch ein ganz wenig in der Zeiteinteilung der Kommunikationselite im Vergleich zu den PR-Basisexperten einen Unterschied. Für proaktive Medienarbeit verwendet die Elite ungefähr 62% ihrer Zeit. Bei den PR-Basisexperten sind es schon einige Prozentpunkte weniger. Die geht dann auf die reaktive Pressearbeit. Also die Kommunikationselite versucht auch stärker steuernd auf das Medienecho einzuwirken. Das ist ein kleiner Unterschied, aber schon interessant zu sehen, weil dahinter, ich sag mal, ein Stück weit Philosophie steckt. Nun müsste man ja sagen, wenn die Kommunikationselite, Sie erinnern sich an die Noten, 1,9 versus 3,2, 3,3, so einen Wahnsinnsvorsprung hat, dann müsste jetzt die Frage, siehst du noch Optimierungspotenzial, jetzt ja eigentlich dazu führen, dass die Kommunikationselite sagt, nö, ich stehe ja ziemlich exzellent da, da ist nichts. Nein, 36% der Pressesprecher aus der Kommunikationselite sagen, sie haben Optimierungspotenzial. Bei den PR-Basisexperten ist es fast doppelt so viel. Und diese Folie mag ich am liebsten leiden, weil eins wird sehr deutlich. Die Kommunikationselite versteht Exzellenz nicht als Status quo, sondern Exzellenz ist eine Haltung. In jedem Teil, was man tut, strebt man Exzellenz an. Und ruht sich im Grunde genommen nicht auf dem aus, was man meint, bislang erreicht zu haben. Was man auch sieht, ist, dass die Kommunikationselite deutlich intensiver in der Erfolgsmessung arbeitet. Sie sehen, 64% der PR-Basisexperten sagen, wir haben uns bisher wenig mit dem Thema Kommunikationscontrolling beschäftigt. Zwei Drittel wenig damit beschäftigt. Während hingegen, ich sag mal, die Kommunikationselite da, ich sag mal, deutlich aktiver ist. Da muss man aber auch sagen, da hat die Kommunikationselite auch noch Nachholbedarf. Die Kommunikationselite sagt auch, die Instrumente, die zur Verfügung stehen, mit denen sind sie noch nicht so richtig zufrieden. Ja, das werden sie wahrscheinlich teilen. Das, was wir da momentan an Werkzeugen haben, ist noch nicht so, dass es uns in allen Fragestellungen wirklich hilft. Aber die Kommunikationselite versucht mit dem, was sie hat, deutlich offensiver umzugehen und das auch noch in einer deutlich höheren Frequenz. Eine Aussage, die wir von unseren Experten bekommen haben, denen wir die Ergebnisse vorgelegt haben, ist, wir machen nichts, was wir nicht messen können. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und mal seine Aktivitäten vor seinem geistigen Auge mal Revue passieren lassen und mal alles das wegstreichen, was man nicht messen kann. Wir haben diese Ergebnisse im Grunde genommen in zwei Formaten für Sie aufbereitet. Das eine Format ist der PowerPoint-Studienberichtsband, den finden Sie rechts unten unter der URL, die Sie dort haben. Dort können Sie sich den Berichtsband kostenfrei downloaden. Und wer das Ganze noch kommentiert, eingeordnet haben möchte, da gibt es dann, ich sag mal, das wundersame Buch. Das können Sie dann, ich sag mal, gerne erstehen und haben dann, ich sag mal, auch noch eine lyrische Vertextung dazu. Jetzt möchte ich gerne zu Herrn Professor Ehrhardt übergeben. Dazu werden Sie herzlich
einladen, wenn wir nicht vereinbart hätten, dass Herr Ott. Ja, vielen Dank. Vielleicht ein paar ganz spontane Bemerkungen zur Studie. Anhand der vier Punkte, die Professor Holke rausgearbeitet hat, zum Thema Business Partner ist mit dieser Tage was ganz Interessantes passiert. Da kamen zwei Vorstände auf mich zu und sagten, du, was hältst du davon, wenn wir das und das Thema nächstes Jahr zur Bilanzpressekonferenz spielen würden, das würde auch klasse Schlagzeilen produzieren. Da habe ich mich unheimlich darüber gefreut, dass die Kollegen anfangen, meine Arbeit zu übernehmen und sich Gedanken darüber machen, was uns in den Medien zum Erfolg bringt. Das ist eigentlich ein sehr schönes Zeichen, wie da mitgedacht wird und wie man sich gemeinsam verantwortlich für den Erfolg fühlt. Ihr habt geschrieben, dass Kommunikationsziele der Unternehmensstrategie folgen. Ich würde da weitergehen. Kommunikation muss an der Erarbeitung der Strategie maßgeblich beteiligt sein. Du kriegst heute im Markt ja kein Geschäftsmodell oder keine Unternehmensstrategie mehr akzeptiert, die nicht im Vorfeld getestet ist auf Akzeptanz. Und da spielt die Unternehmenskommunikation als Spiegel der Öffentlichkeit zurück ins Unternehmen eine ganz wichtige Funktion. Also ich würde da diesen Stellenwert noch höher ansetzen. Nicht nur umsetzen, sondern mit im Boardroom, mit die Unternehmensstrategie entwickeln. Punkt Reputation, Image teile ich, würde aber auch hier weitergehen und sagen, dass das keine abstrakten Kategorien bleiben dürfen, sondern die gehören integriert in ein gemeinsames Dashboard mit Kennziffern wie Markenstärke, Weiterempfehlungsbereitschaft, Net Promoter Score, all diese Dinge. Wir brauchen dann mit den Kollegen aus Marketing und aus anderen Disziplinen gemeinsame Steuerungsinstrumente, gemeinsame Cockpits, um den Unternehmenserfolg hier sicherzustellen. Ja? Und wichtigste Herausforderung für die Branche ist, glaube ich, das Thema Stakeholder. Da bin ich ein bisschen überrascht, dass auch in der Elite nur 40% sagen, dass sie alle Stakeholder, also alle Anspruchsgruppen des Unternehmens, konsistent und gleichberechtigt behandeln. Ich glaube, die Schwierigkeit hier liegt darin, dass sich dieses Feld immer weiter ausdifferenziert. Gerade wir im Bankensektor erleben das, also was an Regulatorik da auf uns niederprasselt, aufsichtsrechtlich und so weiter, ist extrem komplex und es wäre illusorisch zu glauben, dass das eine Kommunikationsaufgabe ist. Also wir brauchen hier Schnittstellen, wir brauchen hier Partner, Businesspartner, die für uns an den Schnittstellen zu diesen Anspruchsgruppen professionell agieren und das Unternehmen gut vertreten. Wir müssen das koordinieren, das heißt, wir müssen zusehends von der Kommunikationsfunktion auch in so eine Beziehungsmanagement-Ebene uns rein entwickeln und diesen Prozess mitsteuern helfen. Ich glaube, das ist in Zukunft die größte Aufgabe. Deswegen wäre es auch vielleicht hilfreich, darüber nachzudenken, ob es nicht an der Zeit sein könnte, den Begriff Kommunikationsmanagement nochmal neu zu reflektieren. Also ich glaube, wir haben ja vor etwa 15 Jahren den veralteten Begriff des Öffentlichkeitsarbeiters, des Pressesprechers abgelöst durch den des Kommunikationsmanagers. Und ich glaube, es wäre vielleicht jetzt an der Zeit, darüber nachzudenken, ob der Terminus Kommunikationsmanagement unsere Profession noch hinreichend beschreibt. Ob das noch sauber differenziert. Das wäre es erstmal. Ja, dann bin ich dran. Also ich bin erstmal erschrocken, als ich die Zahlen gesehen habe, was die Selbsteinschätzung der sogenannten Kommunikationselite und der Basisexperten in Bezug auf die Qualität ihrer Arbeit gesehen habe und habe gedacht, na toll, die Elite findet sich toll und die Basisexperten sind bescheiden genug zu sagen, dass sie einen ganz ordentlichen Job machen. Ich habe mir aber sagen lassen, dass das heuristisch so gebaut ist, und das wird man uns bestimmt auch noch mal genauer erläutern, dass das glaubwürdige Annahmen sind oder Selbsteinschätzungen darüber sind, wie gut der Job, den man selber macht, wirklich ist. Ich für mich persönlich kann nur sagen, wenn ich einer Elite angehöre, einer Kommunikationselite, dann nur deswegen, weil ich die Chance habe, öfter als vielleicht andere im Tagesgeschäft an Dingen zu scheitern und mein Scheitern sozusagen untergeht im Gesamterfolg, hoffentlich wie Tränen im Meer, aber Scheitern gehört jedenfalls dazu und der Elitebegriff ist vor dem Hintergrund mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten. Kurz zu den vier Dimensionen. Wenn es um die Tatsache geht, dass Kommunikationsziele der Unternehmensstrategie folgen sollen, was ohne Frage ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, wird damit aus meiner Sicht die Performance-Frage gestellt. Ich fand beeindruckend, dass da das Delta am größten ist mit 18 Punkten.
Unterschied zwischen den Basisexperten und der Elite stärker ausgeprägt als bei allen anderen Dimensionen. Mir scheint die Herausforderung hier neben der Tatsache, dass man die Unternehmensstrategie kennen und verstehen muss, vielleicht sogar in ihrer Entwicklung eingebunden sein muss, darin zu bestehen, dass man dann eine Kommunikationsstrategie entwickeln muss. Und eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, ist eine komplexe Aufgabenstellung. Was ist das eigentlich, Strategie? Was ist Strategie für Kommunikation? Welche Ziele peile ich an? Welche Währung setze ich ein, um die Erfolge zu messen? Welche Ressourcen habe ich dafür parat? Ich gebe nur mal ein Beispiel, keine Strategie ohne Strategen. Das Unternehmen hat zur Entwicklung der Unternehmensstrategie einen Strategen. Die Kommunikationsabteilung, wenn sie ernsthaft strategisch arbeiten will, braucht einen Strategen. Ein Prinzip, das in meinen Funktionen, die ich seitdem ich Gesamtverantwortung habe, leite, immer eine Rolle gespielt hat. Und dann geht es eben um die Frage, wie definiere ich die entscheidende Währung, zum Beispiel Reputation? Wie sorge ich dafür, dass in der Firma Durchhaltevermögen da ist, damit die über längere Zeit sich entwickelnde Strategie auch wirklich umgesetzt wird und nicht beim ersten schweren Sturm über Bord geworfen wird? Und wie spielt Strategie eine Rolle im Tagesgeschäft? Was gar nicht so einfach ist, denn als der Stratege oder als der Kommunikationsstrategie vermittelnde Kommunikator aufzutreten, ist, wenn es ein akutes Problem gibt, in der Regel die falsche Vorgehensweise, sondern man muss dann akute Maßnahmen ergreifen, die müssen eben im Verhältnis stehen zu einem großen strategischen Plan. Die Business-Partner-Dimension, also das ist ganz sicher ein wesentlicher Erfolgsfaktor, den ich beobachte in meiner Arbeit, gerade auch jetzt bei Deutsche Post DHL. Wir haben sehr viel Zeit darauf verwandt, uns in die Organisation hinein zu vernetzen. Alle meine wesentlichen Funktionsträger haben neben ihren fachlichen Aufgaben Key-Accounting-Rollen hin zu einzelnen Top-Managern, Vorständen, Geschäftsleitern innerhalb der Organisation und pflegen die in einem kundenähnlichen Verhältnis. Und wie gut wir das machen oder nicht, erfahren wir am Ende des Jahres, weil diese etwa 400 Schlüsselstakeholder, sorry, wir sind eine große Firma, geben am Ende des Jahres eine Einschätzung darüber ab, wie gut diese Kundenpflege funktioniert hat. Was zu dem absurden Ergebnis führen kann, dass wir all unsere Kommunikationsziele erreichen, der interne Kunde aber sagt, ich fand das so lala. Und davon hängt mein Bonus und der meiner Führungskräfte ab. Was dazu führt, dass man sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was braucht das Business eigentlich in Sachen Kommunikation? Und das ist manchmal nicht deckungsgleich mit dem großen Reputationsziel des Unternehmens. Reputation, Image, da bin ich ein wenig erschrocken, auch wenn das von Professor Reulke ja positiv dargestellt wurde, dass die Kommunikationselite, die vermeintliche, tatsächliche, das Image höher einschätzt als den Gewinn. Sagen Sie es nicht im Vorstandszimmer, Sie verlieren sofort Ihre Glaubwürdigkeit. Sie müssen den Schwur mitleisten, dass Sie natürlich verstehen, dass das Unternehmen einem Geschäftszweck folgt und letztendlich das Ergebnis wesentlich ist. Dabei natürlich über einen längeren Zeitraum gedacht, Reputation ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist und natürlich über einen kürzeren Zeitraum gedacht, Reputationsaufbau auch instrumentell ist. Aber am Schluss geht es um den geschäftlichen Erfolg und diesen sozusagen in blitzdurchzuckter dunkler Nacht mit Blut unterschrieben, diesen Schwur erwartet man von Ihnen. Und wenn Sie den nicht leisten, geraten Sie leicht in die Rolle des seltsamen Freundes des Vorstandsvorsitzenden, der eine etwas andere Agenda hat als die anderen und aus der kommen Sie so schnell nicht wieder raus. Und der letzte Punkt, Stakeholder-Interessen berücksichtigen. Ja, ich habe gestern einige von Ihnen mit meinen Einschätzungen zur Nachhaltigkeit der Kommunikation beglückt, gequält, wer weiß, das berührt genau dieses Thema. Wenn Sie langfristig erfolgreich Kommunikationsarbeit leisten wollen, dann müssen Sie Ihre kritischen Anspruchsgruppen außen im Blick behalten, aber eben auch innen. Wir haben das Glück, dass wir beide Funktionen in einer haben, Kommunikation und Corporate Responsibility. Welche Skills braucht es dafür insbesondere? Es braucht interpersonale Skills. Insofern finde ich, der Kollege Ott hat vorhin das ganz sicher überholte Paradigma der Öffentlichkeitsarbeit angesprochen. Interessant ist, dass die
in Anführungsstrichen alten Öffentlichkeitsarbeit, dass sich immer sehr viel darauf eingebildet haben, dass sie ganz stark kommunikativen Nahkampf machen und im Gespräch sind und den Einzelnen ansprechen. Und man hat das immer so ein bisschen belacht, weil ja eigentlich man das managerielle, planende Element in der Kommunikation gesucht hat. Ich beobachte in der stakeholderorientierten Arbeit, dass plötzlich alte Tugenden wieder eine Rolle spielen, nämlich das Gespräch mit dem Einzelnen, die Überzeugungskraft im Zwiegespräch. Und es kommen sozusagen die beiden Skills, das planerisch-konzeptionell strategische und das eher gelungene Einzelgespräch, die Überzeugung durch den tiefen Blick in die Augen des anderen, das taucht plötzlich wieder als ein Thema auf, das eigentlich ein Stück weit verschütt gegangen war. So viel vielleicht von meiner Seite für den Einstieg und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir haben das so geplant, dass wir vielleicht 10 Minuten noch ein bisschen nachfragen und dann würden wir die Diskussion öffnen und Sie haben vielleicht auch Fragen und Sie würden sich vielleicht auch gerne mit Statements beteiligen. Was, glaube ich, spannend ist, ist nochmal, Uli, was du auch gesagt hast, eigentlich brauchen wir mehr als nur, dass die Kommunikationsziele eigentlich der Strategie folgt. Man muss mitgestalten. Und wie sieht das praktisch aus, wenn wir hier sitzen? Das kann ja auch zum Konflikt führen. Das heißt, ich muss, wenn ich mitgestalten will, eine eigene Perspektive einbringen, sonst bräuchte man nicht. Jeder bringt seine Perspektive ein. Wie bringe ich also die Kommunikationsperspektive erfolgreich in einen solchen Prozess der Strategiebildung mit ein? Na ja, konkret zum Beispiel auf unser Haus bezogen heißt das, dass man dem Vorstand durchaus zeigen kann, wie man vielleicht kein Geld verdienen sollte. Also mal ganz konkret, es ist ja kein Geheimnis, dass die Finanzdienstleistungsbranche heute unter erhöhtem Legitimationsdruck steht, gerade nach der Finanzkrise. Und es gibt immer noch eine ganze Reihe von Erscheinungen in diesem Markt, die extrem fragwürdig sind und die mit Verbraucherinteressen auch nicht kompatibel sind. Und ich glaube, DiBa ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es gelingen kann, extrem erfolgreich in dem Markt zu sein und trotzdem Kundeninteressen und Fairness und Transparenz und all diese Dinge zu berücksichtigen. Ja, das kann funktionieren. Das setzt natürlich voraus, dass das Geschäftsmodell intakt ist und grundlegend in Ordnung ist. Ja, das ist überhaupt sowieso, ich glaube, man sollte sich als Kommunikationsverantwortlicher nicht zu sehr da sonnen, so wie Sie es auch schon angesprochen haben. Das ist natürlich primäre Voraussetzung für Erfolg, ist erfolgreiches Geschäft. Also dann können sie gut aussehen. Und ein Aspekt, der vielleicht auch in der ganzen Studie fehlt, ist, für mich bewährt sich Kommunikation in der Krise. Da mal reinzuleuchten und wie man resilient sein kann, wie man es schaffen kann, wirklich schwierige Unternehmensphasen auch zu meistern und besser und stärker da durchzukommen, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Zeichen von Exzellenz. Ja? Sich da nicht von einem Windsturm da umhauen zu lassen, sondern Widerstand zu entwickeln oder auch im Vorfeld schon Vorkehrungen zu treffen und das Unternehmen zu rüsten für diese Dinge. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Grunde genommen, abstrakt betrachtet, gibt es ja nur zwei Beiträge, die Kommunikation leisten kann. Das ist ein Beitrag zur Wertschöpfung. Also Wertschöpfungskette kennen wir alle. Und das heißt, ich unterstütze das Geschäftsmodell direkt. Und das andere ist die Absicherung des Geschäftsmodells, also Krisenkommunikation. Und das kann, dieses zweite kann nur Unternehmenskommunikation. Alle anderen müssen mit eingebunden werden, aber das ist sozusagen ein Kernfeld. Nun ist es bei großen Unternehmen wie der Deutschen Post natürlich so, die weltweit unterwegs sind, sie haben eigentlich immer eine potenzielle Krise. Und wie sind Sie darauf vorbereitet? Was heißt da in der Krisenkommunikation für Sie Exzellenz? Ja. Ich sage was dazu, würde aber gerne ganz kurz die Antwort von Herrn Ott ergänzen. Also wenn es um die Frage geht, wie bindet sich Kommunikation in Strategiebildung und Exekution ein, ich würde anfangen damit, was sie nicht tun soll. Sie sollten nicht Fassadenmaler sein, heißt derjenige sein, der am Schluss die Aufgabe übernimmt, Strategie nach draußen zu vermitteln. Und sie sollten nicht Spielverderber sein, derjenige, der sagt, was nicht geht. Was in der Regel dazu führt, dass sie irgendwann nicht mehr gefragt werden. Sie müssen Wege finden, wie sie Perspektiven eröffnen. Ein Aspekt, der dabei eine Rolle spielen kann, in der Regel haben wir Kommunikatoren etwas besseres Gefühl dafür, was draußen in der Welt an großen Trends und Debatten stattfindet. Und wenn Sie zum ersten Mal, ich sag mal, den Grobentwurf 20 Seiten Unternehmensstrategie für den nächsten 5-Jahres-Zyklus sehen und den anschauen und das Gefühl haben, Moment mal, da gibt es noch eine Diskussion, die ich ständig habe mit Journalisten oder kritischen Anspruchsgruppen, auf die nehmen wir eigentlich gar nicht Bezug mit dem, was wir machen. Dann stellen Sie fest, dass Sie eine Unternehmensstrategie haben, die vielleicht unmittelbar aufs Kerngeschäft bezogen funktioniert, aber die wesentlichen Fragen der Zeit in
in denen ihr Unternehmen ja quasi mitdiskutiert und mitspricht, nicht berücksichtigt. Da haben wir immer versucht, Beiträge zu leisten. Zu Ihrer Frage, Sie müssen etwas gegen die Intuition handeln. Und die Intuition, wenn Sie das Wort Krise hören, heißt, oh Gott, zurück in den Normalzustand. Möglichst den Krisenzeitraum kurz halten und möglichst schnell wieder zurück in den Normalzustand. Das Problem ist, vor allem als großes Unternehmen, aber mein Eindruck ist mittlerweile auch für viele kleine, gibt es dieses Mäandrieren zwischen der Krise und dem Normalzustand, das die Generation vor uns noch erlebt hat, schade eigentlich, gibt es nicht mehr. Sie leben in der latenten Krise und der einzige Weg, darauf vorbereitet zu sein, ist ihre Strukturen, ihre Prozesse, ihre Arbeitsweise, ihr eigenes Handeln, ihr Leben auf diese Krisensituation, die latent vorherrscht, einzustellen. Und das haben wir gemacht. Um es mal noch konkreter zu machen, im Grunde genommen arbeitet meine Funktion heute in dem Zustand permanent, den ich mal in Reihenform und Zuspitzung erlebt habe, als ich die feindliche Übernahme eines Unternehmens oder den Versuch eines Unternehmens abwehren musste als Kommunikator. Und ich habe daraus Schlüsse gezogen, wie man das sozusagen ins Tagesgeschäft übersetzen kann. Und so arbeiten wir jetzt mit all den Folgen, die das hat. Was heißt das ganz konkret? Das heißt zum Beispiel, dass wir sehr, sehr früh morgens anfangen, eine Lage zu analysieren. Und zwar an jedem Tag. Ich habe das gestern auch schon mal angedeutet, die es schon mal gehört haben, ich entschuldige mich. Der Kollege, der die Nachrichtenströme zusammenbindet und über ein Unternehmen unserer Größe und geografischer Abdeckung wird sehr viel an jedem Tag geschrieben. Der fängt so um 5 Uhr an, hört auch ein bisschen früher auf und generiert eine Zusammenstellung der wesentlichen Berichterstattung in Print, elektronischen Medien und digitalen Medien, die dann von mir beurteilt wird, und ab 7:45 sitze ich selber mit meiner Leitung Media Relations, Leitung Interne, Strategie, der externen Beratung, die ich habe, in einem Call zusammen, der immer die gleiche Nummer hat. Deswegen ist die Aussage, ich reise aber an dem Tag, keine Entschuldigung, und Zeitzonenunterschiede interessieren mich auch nicht wirklich, sondern man kann sich in diesen Call einwählen und dann diskutieren wir, wo wir stehen. Und wir reduzieren die Lage auf 2 Seiten PowerPoint-Slide. Natürlich kriegt der Vorstand auch die Clippings, aber mein Vorstandsvorsitzender liest sehr selten die Artikel selbst. In der Regel konzentriert er sich auf die Zusammenfassung. Und am Ende der Zusammenfassung gibt es einen Absatz, der heißt Handlungsbedarf. Und da steht drin, was wir tun müssen. Und unser Tagwerk ist nicht beendet, bevor dieser Handlungsbedarf erledigt ist. Und in einem Tag, der krisentechnisch sehr zugespitzt ist, steht da ziemlich viel drin und es fällt viel Arbeit an. Und ein Tag, der trotz latenter Krisensituationen eher normal arbeiten beinhaltet, steht da eben relativ wenig drin. Aber wir müssten nicht umschalten auf Krisenmodus, und es gibt auch keinen innerhalb meiner Funktion, der quasi auf die Stirn tätowiert hat, Krisenverantwortlicher, sondern die Funktion hat die Grundkompetenz, Krise zu bewältigen. Herr Fortmann. Herr Dr. Ott, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, die Kommunikation muss an der Strategie mitarbeiten. Ich finde, für die meisten Unternehmen ist das eine Aussage wie vom anderen Stern. Ich treffe ganz viele Kommunikationsverantwortliche, die können mir noch nicht mal die Unternehmensstrategie sagen. Und jetzt gibt es dann ja 2 Dinge. Das eine ist, man muss sich damit beschäftigen. Das andere ist aber auch, man muss ja sich in die Position bringen, beteiligt zu werden. Nun haben wir ja hier nun, ich sag mal, 2 gestandene Kommunikationsprofis. Wie bringe ich mich denn jetzt in die Position, überhaupt jetzt daran beteiligt zu werden? Ja, ich glaube, das muss jeder auf seine Art hinkriegen, weil das was Interpersonales ist. Vorstände, Vorstandsvorsitzende gehen und kommen ja auch, die wechseln ja auch, und die Frage, ob man die Witwenverbrennung dann überleben kann und überleben will, ist natürlich auch eine. Man kann das, es gibt ja Kollegen, die haben das bewiesen, mehrfach. Ja, ich muss natürlich seinen Stellenwert klar machen. Man muss eine Beratungsfunktion im Top-Management haben, dass man ernst genommen wird. Ne? Ich meine, und da gibt es kein Rezept für. Das ist eine Vertrauensarbeit. Das ist auch viel Gespräch und Öffnung, und aber das muss jeder selbst bewerkstelligen. Also die Tatsache ist auf jeden Fall, wenn das nicht gelingt, das zu etablieren, dann kann man sich einen anderen Job suchen.
weil ohne das Ohr des CEOs oder des Top-Managements werden sie ihre Agenda nicht durchsetzen können. Aber das gilt natürlich für jede Funktion im Unternehmen. Auch die Marketingleute sind ja nicht wie Götter behandelt worden, sondern sie haben sich durchgesetzt und haben dann eine Vorstandsposition erkämpft im Zweifelsfall. Also wenn man das mal historisch ein bisschen sieht. Ich würde gerne, bevor wir das jetzt öffnen, das Gespräch, Herr Erd, Sie haben vorhin gesagt, das waren damals noch tolle Zeiten, als man zwischen Krise und Normalzustand hin und her meanderte. Das haben wir heute leider nicht mehr. Wir haben eher sozusagen die latente Dauerkrise, nur mit größerem oder kleinerem Aufgabengebiet. Uli, du hast gesagt, wir sind weit weg von der klassischen Öffentlichkeitsarbeit, auch wenn es wieder neue Anklänge gibt. Wir müssen heute sogar überlegen, wie sieht oder was kommt nach dem klassischen Kommunikationsmanagement. Lasst uns zum Schluss noch vielleicht einen Blick in die Zukunft werfen. Was muss über das Kommunikationsmanagement hinausgehen? Und da würde ich ganz kurz dich und Herrn Erhard und Herrn Fortmann um ein ganz kurzes Statement bitten. Wo könnten die Ansatzpunkte sein? Worauf müssen wir uns konzentrieren? Und dann öffnen wir die Diskussion und beziehungsweise das Gespräch zum Auditorium. Wo ist für dich ein wichtiger Punkt? Ich habe die Tage ein ganz interessantes Paper von den Kollegen von Brunswick auf den Tisch bekommen. Da war die Rede von Mindset Management. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz valider Punkt. Wie gesagt, ich habe das einleitend schon gesagt im Statement, die Rede vom Kommunikationsmanagement fokussiert zu sehr auf Kommunikationsaktivitäten und Prozessen. Ein großer Teil unserer Arbeit, kein Zweifel, aber das ist nicht alles. Und ich glaube, wir müssen das hinkriegen, dass wir im Unternehmen in Anbetracht, Sie sprachen eben von 400 Stakeholdern in Ihrer Organisation, diese Komplexität hinkriegen, dass wir an den Schnittstellen zu diesen Stakeholdern kompetente Ansprechpartner haben, die den Dialog selbst vernünftig führen können. Dass wir uns da mit der Zeit sogar überflüssig machen können. Eigentlich müssten wir in die Organisation rein diffundieren und uns überflüssig machen am Ende des Tages. Dann haben wir einen guten Job gemacht. Ich klappe nur kurz nach in den vorherigen Punkt, nur kurz versprochen. Wenn Sie in der Strategiebildung eine Rolle spielen wollen, dann müssen Sie sich die Rolle verdienen. Sie dürfen nicht darauf warten, dass einer kommt und Ihnen die gibt. Und Sie haben recht, andere haben das auch irgendwie geschafft. Was die von uns unterscheidet, oft jedenfalls, ist, die haben gelernt, eine Sprache zu sprechen, die anderen, die Business machen, verstehen. Und wir sind an vielen Stellen noch dabei, diese Sprache erstmal zu erlernen. Denn was ist Unternehmertum? Unternehmertum ist in der Situation der unvollständigen Informationslage eine riskante Entscheidung zu treffen, in der Hoffnung, dass man dadurch einen Wettbewerbsvorteil erringt. Und die in Vorständen Entscheidungen treffen, sind es gewohnt, Risiken einzugehen. Sie treffen aber in der Regel auf risikominimierende Kommunikatoren, die außer der Aussage, was nicht geht, keine Optionen bieten können dafür, was geht. Deswegen hat die Chance, in dem Spiel mitzuspielen, viel was damit zu tun, sich auch entsprechend zu präsentieren und in Optionen zu argumentieren und die auch entsprechend darzustellen und nicht permanent zu erklären, was man unterlassen sollte, um keine Risiken einzugehen. Wo geht die Disziplin hin? Ich würde das, was Herr Ott sagt, völlig unterschreiben. Eine sehr interessante Dimension, die er an der Stelle anspricht. Wie machen wir uns quasi überflüssig? Eigentlich absurd, dass man in einer großen Organisation sagt, es gibt eine Gruppe von Menschen, an die ist die Kommunikation intern outgesourced. Was ja eigentlich im Umkehrschluss heißt, die anderen kommunizieren nicht. Das muss einen beschäftigen. Ich wähle aber eine andere Dimension. Ich habe gestern von der Materialität der Kommunikation gesprochen. Das ist etwas, was ich lerne aus dem Zusammenschluss in meinem Haus von Corporate Responsibility mit Unternehmenskommunikation. Und für diejenigen, die Nachhaltigkeit machen, spielt nicht die mediale Signifikanz eines Themas eine Rolle, sondern die materielle Relevanz eines Themas für entsprechende Anspruchsgruppen. Ich glaube, dass wir da in der Messung, in der Ausrichtung unserer Kommunikation, in der Langfristigkeit viel lernen können. Vielleicht auch, dass wir uns nicht von jedem Thema, das medial morgens aufschlägt, wenn wir zur Arbeit kommen, gleich total aus der Fassung bringen lassen müssen. Das ist vielleicht etwas Gutes auch an der neuen Differenzierung der Medienlandschaft. Der Schaden, der heute durch selbst umfassende Berichterstattung in Leitmedien passiert im Vergleich zu dem, was früher man gewärtigen musste, ist aus meiner Sicht deutlich überschaubarer und man sollte eine gewisse Gelassenheit entfalten, indem man sich stärker auf die langfristig relevanten Themen, die materiellen Themen konzentriert und nicht auf eine sich permanent kurzfristig verändernde Medienlage, was natürlich voraussetzt, dass man einen Vorstand oder Chef oder Geschäftsführer oder Abteilungsleiter, an den man berichtet hat, der diese Gelassenheit auch mitbringt, sonst ist das schwierig.
Ich hake mich ein wenig unter bei Professor Erhardt. Wir kennen schon die Atomisierung der Zielgruppen. Ich glaube, es kommt jetzt die Atomisierung der Kommunikatoren. Wir haben jetzt nicht mehr den prozessual gesteuerten Ablauf, wer darf jetzt zu wem was sagen, sondern wir werden zunehmend dahin kommen, dass wir einen vielstimmigen Chor haben, dass es extrem viele Menschen gibt, die in irgendwelche Kanäle hinein kommunizieren. Und die große Kunst wird sein, jetzt diese Veränderung hinzubekommen, dass man diesen vielstimmigen Chor auch wirklich orchestriert bekommt. Erlauben Sie, dass ich mich selber auch noch befrage? Weil ich habe seit anderthalb Jahren, sage ich als erstes bei meinen Studenten im Masterkurs, immer folgendes Axiom, von dem wir ausgehen müssen. Denn wenn alles komplexer wird, wie Sie das eindrucksvoll beschrieben haben, dann kommt es eigentlich nur auf eins an, nämlich auf den Wert von Kommunikation. Was ist der Wert von Kommunikation? Der Wert von Kommunikation ist die Wirkung, nichts anderes. Und wenn der Wert von Kommunikation die Wirkung ist, dann ist Kommunikationsmanagement eigentlich Wirkungsmanagement. Und da sehe ich die Zukunft, dass wir uns dahin entwickeln müssen. Dann haben wir auch die Sprache des Managements und dann können wir auch beweisen und zeigen, okay, das ist das, was wir leisten, das ist unser Beitrag für den Erfolg des Unternehmens. Ich bedanke mich bei allen ganz, ganz herzlich hier. Wir sind jetzt offen für Ihre Fragen, für Ihre Statements und sind natürlich sehr, sehr gespannt. Da gibt es sofort eine Wortmeldung. Vielleicht sagen Sie ganz kurz, wer Sie sind, Ihren Hintergrund, also von welchem Unternehmen Sie kommen und stellen Ihre Frage oder leisten Ihr Statement. Thomas Zecher, ich bin Berater in Frankfurt. Ich sehe diese Studie eigentlich so als einen Arbeitsbericht und denke mir, da muss ja was nachkommen. Das ist ja erstmal ein Axiom, auf dem Sie aufsetzen, das Sie entwickelt haben aus einer subjektiven Aussage von den Befragten, die Sie herangezogen haben. Und jetzt haben wir viele Hinweise, was da die Faktoren sein könnten, die das tatsächlich determinieren. Jetzt müssten wir andersrum nur noch mal gucken, wie stellen wir denn überhaupt diese Exzellenz fest? Gibt es da schon was, was angeschoben ist? Vielleicht. Also Exzellenz ist ein Thema, auch der Kollege Zerfas hat in dem neuen Communication Monitor, ich habe mir das nochmal angeguckt, ein kleines Kapitel dazu, ich glaube, das ist die richtige Richtung. Wir haben Folgendes gemacht für Sie, vielleicht wollen Sie ein kleines Abteilungsseminar machen und wir haben mal die wichtigsten Erkenntnisse in 10 Punkten zusammengefasst. Und Sie können eigentlich sich sagen, wenn Sie können das selber beschreiben und sagen, also meinetwegen wir als Businesspartner, also Kommunikation als Businesspartner, wo stehen wir heute? Wie wäre die Situation, wenn sie schlechter wäre? Wie wäre die Situation, wenn sie besser ist? Und wie wäre die Situation, wenn sie noch besser ist? Und so entwickeln Sie für diese 10 Dimensionen eine Art Skala und können dann Ihre Abteilung danach ausrichten. Kostet nichts, können Sie alles selber wunderbar machen. Herr Fortmann hat gesagt, können Sie umsonst runterladen. Und ich glaube, und ich möchte, das werde das mal ausprobieren in einem Zusammenhang, weil ich glaube, dass das ein Ansatz ist, Exzellenz zur Haltung zu machen. Exzellenz als Mindset zu begreifen und zu sagen, okay, wir müssen uns so aufstellen, dass wir immer besser werden können und müssen einfach lernen als, ich sag mal, fest implementieren, als etwas, was die Grundlage dafür ist. Und verstehen Sie die Studie jetzt bitte nicht als große David Copperfield-Studie, die alle Fragen der Kommunikation beantwortet. Diese Studie soll eine Hilfestellung sein in der Objektivierung vom Bauchgefühl. Jeder der Kommunikatoren, der hier ist, hat irgendwie so ein Gefühl, was muss ich tun, um Exzellenz zu erbringen. Woran wir uns versucht haben, ist mal zu objektivieren, was sind die entscheidenden Punkte und die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, als Hilfestellung für die einzelnen Kommunikatoren, an diesen Punkten arbeiten zu können. In der Tat haben Sie recht, jetzt können wir uns mit der Frage beschäftigen, wir haben 12 Erfolgsfaktoren identifiziert. Wie kriegen wir jetzt die nötigen operativen Hilfestellungen, damit das auch für jeden Einzelnen gelingt? Entweder hat der Kongress alle ermüdet oder wir haben alle Fragen erschlagen. Nein, da ist noch eine Wortmeldung, bitte. Eine Sekunde, wenn Sie gerade das Mikrofon nehmen. Jens Cornelissen, ich bin ebenfalls Berater in Frankfurt. Ich hätte nur eine ganz kurze methodische Frage.
Und zwar würde ich mich freuen, wenn Sie mir erläutern könnten, wie diese Einschätzung konkret abgelaufen ist. Also wie sind die einzelnen Teilnehmer der Studie zur Kommunikationselite geworden oder eben zu den Basisexperten geworden? Also wie sah da konkret irgendwie die Fragestellung oder die Kriterien aus, anhand derer das bemessen wurde? Vielen Dank. Also um die beiden Gruppen zu diskriminieren, haben wir diese beiden Fragen, also wie schätzen Sie Ihren eigenen Erfolg an, die eigene Qualität und wie sehen Sie sich im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern, eingebaut und haben dann das bewerten lassen, eben nach Schulnoten. Und die Gruppe, die das jeweils beide Fragen mit 1 und 2 bewertet haben, die haben wir gesagt, das sind die Besseren, das ist die Kommunikationselite und diejenigen, die 3 und 4 gesagt haben, das ist der Durchschnitt. Alle anderen haben wir dann weggelassen. Nach dieser Diskriminierung kann man dann statistisch gucken, also dann muss man natürlich ein paar Fragen einbauen zur Überprüfung. Das haben wir gemacht, das hat Herr Fortmann vorgestellt. Also im Wissen gibt es gar keinen Unterschied. In der Entscheidung darüber, was sind die Erfolgsfaktoren, kein Unterschied. Alle wissen, wie es geht, aber in der Performance zeigt sich dann der Unterschied, in der Haltung, in der Einstellung. Und die haben wir dann mittels sozusagen statistischer Signifikanz herausgearbeitet und nochmal überprüfen lassen, eben durch die Kommentierung aus Wissenschaft und Praxis, um zu sehen, ist das auch in sich plausibel. Das war der methodische Weg. Ja, bitte. Ja, Mike Schweitzer, Leiter Pressestelle bei Fraport in Frankfurt. Ich bin auch ein ganz großer Anhänger davon, dass Kommunikation strukturiert wird anhand einer Strategie, weil aus meiner Sicht ist alles andere blinde Kuh spielen. Mich würde nur interessieren, wie gehen Sie konkret vor? Sie haben auch davon gesprochen, das tägliche Einerlei erfordert kontinuierlich taktisch-operativ Kommunikation jeden Tag zu betreiben. Also, sag ich mal, wen binden Sie mit ein in der Strategieentwicklung? Wie kommunizieren Sie intern diese Strategie auch dann an Ihre Führungskräfte? Also wie wird das auch gemonitort, umgesetzt etc.? Das würde mich nochmal interessieren. Haben Sie Zeit? komplex. Also ich versuche es wirklich runterzukochen. Wir haben einen Strategiebildungsprozess, der basiert auf einer Währung, die wir definiert haben, Reputation, die ist unterfüttert mit 6 Treibern. Das ist nichts Spezielles für uns. Man kann über Regressionsanalysen Treiber für Reputationsentwicklung großer Unternehmen analysieren. Die werden sich nicht maßgeblich zwischen unseren Companies unterscheiden. Wir messen bei verschiedenen wesentlichen Anspruchsgruppen Werte, die zu diesen Treibern in Korrelation stehen. Dann entwickeln wir zur Gestaltung oder Verringerung des Abstands zwischen unserer Sollgröße, die wir definieren, und dem, was wir schon erreicht haben, Projekte. Die diskutieren wir erst mit der internen Kommunikatoren- und Nachhaltigkeitsmanager-Gemeinde in einem iterativen Prozess 2-mal und dann gehen wir im Herbst in den Vorstand. Dann haben wir einen Kommunikationsplan und strategische Projekte, die hinterlegt sind. Und diesen Plan arbeiten wir ab mit einem sogenannten Tactical Implementation Plan. Der taucht alle 2 Wochen in meiner Routine auf. Wir schauen, ob unsere Projekte on track sind oder nicht. Und sorgen dafür, dass am Schluss hinter jedem Projekt ein Haken ist, gemacht und erledigt. Natürlich passiert nebenbei unglaublich viel in der Medienlandschaft und das müssen wir auch alles nach allen Regeln der Kunst abarbeiten, ist für mich aber nur kurzzeitige Ablenkung von meiner Strategie. Was ich nicht will, ist Kommunikationsarbeit machen, wie die E-Jugend Fußball spielt. Nämlich alle rennen nach dem Ball und versuchen irgendwie ihn ins Tor zu kriegen. So schafft man in der Regel keine effizienten Erfolge. Sondern Sie müssen eben eine strategische Aufstellung wählen und wenn mal was anders läuft als ursprünglich geplant, gehen Sie zurück zum Plan, den Sie verabredet haben. Und der Vorteil ist, wenn man auch von interner Stakeholder-Seite her Sachen von Ihnen erwartet, die nicht in Relation zu dem Plan stehen, den immerhin der Vorstand abgesegnet hat, können Sie immer sagen, halt, wir haben hier einen Plan. Den können wir natürlich ändern, aber dann müssen wir sozusagen nochmal durch die Gremien gehen. Ansonsten bleiben wir bei der Linie, die wir gewählt haben. Das vielleicht in aller Gerafftheit. Ich glaube, wenn es darüber hinaus Fragen gibt, alle sind ja auch noch Momente, das heißt, nein, der Erhard ist nicht mehr da. Wenn Sie ihm noch eine Frage stellen wollten, das können Sie nur jetzt machen, dann ist er nämlich weg. Keine Frage, Herr Erhard, Sie können gehen, Sie sind entlassen. Wir beenden unser Forum, bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus